Who's next? Kill my bot. Joke's over. You're dead. Spike down. C. Ja, ich ult nicht. Die sind voll drinne. Last player standing. Spike planted. Chat kommt von da, genau. Oh mein Gott, die hat mich gesehen, ist ja auch nur so. Oh, Bruder. Ich schwöre, am Anfang wurden die so gesmoked, Alter. Mhm. Wir haben sogar gutes Team, aber die irgendwie drücken auch gut. Ich schwöre, die drücken ja. Jett und Rainer, go A. Go A. Go push A. Okay, okay. I stand. Nein, ich kann meine E nicht usen. Dieser K.O. ist so ein Hurensohn, Digga. Oh mein Gott, was ein Champ, Bruder. K.O. Planted. Last player standing. Have a cat. Refreshing. Schade. Digga, was ist das für ein Timing, ja? Ja, ja, das war krank. Ich geh rein jetzt hier. Was dann die? Kamera, das kriegt mir der Mutter, ist mir scheißegal. Du musst KO Knife direkt kaputt schießen. KO Knife direkt kaputt schießen. Nimm Spectre. Ich brauche richtig schnelle Schüsse jetzt. Direkt Knife kaputt schießen. Oder ich könnte sogar auf Risiko ulten, Bruder. Ult mich. Ich muss Sheriff spielen. Ich muss. No prisoners. Halte mal deinen Stun bereit und mach erst, wenn ich sage. Okay. Jetzt. Perfekt. Mitte ist Omen. Ach, Jungs. Mitte? Mitte? Ich wurde unterdrückt. Ich kann nicht ulten. Machen, das Bruder. Geisteskrank, Mara, Bruder, was hier passiert. Mara, Mara. Ich fick die jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Ach, Mann. Chat, das war's. Hype ist completely over. Ich komm. Ich schwöre, ich bumm's dir. Ich lauf jetzt rein, Bruder. Mitte. Spike down A. Ach, Bruder, Mitte, du Huren. Omen. Sehr stark. One enemy remaining. Ach, so ein Mann. Letzter da. Hinter dir, genau, Matt da. Hinter. Wird gefickt. Sehr schön.
Also er spielt, oh, er spielt KO richtig gut, Ding. Joro richtig gut. Mm. Kauf mir mal mehr Davi Mulaga, Bruder, die jetzt haben sie da sehr gut. Mert? Mert, ja, kauf Rohrt. Ja. Kauf Rohrt. Bruder, diese Menü ist zu groß geworden, ne? Ich werd blind einfach. Wieder B. Oder ja, das ist ich. Ach, fucking Mother in der S. Ja, ja. Richtig fucking der S, Alter. Jo, Alter. Oder. Moment hat so Glück. Nein, bitte, bitte, Mann. Oops, no charges left. Was bringt ihn das jetzt? Was bringt ihn das? Die spielen das so gut. Aber jedes Mal bei uns, habt ihr das gemerkt? Immer wenn einer quittet oder so und wir denken, ey, wir gewinnen das, werden wir immer auseinandergenommen. Ich habe meine Ult immer noch nicht eingesetzt. Ich spiele jetzt. Mal, lass die mal auf A ficken, die kommen jetzt A. Komm, 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 komm. Ja. Der werden wieder, einer wird A spielen, die gehen wieder B. Smoke mal direkt B, Matt. Ey, die hacken, Bruder. Der hackt dieser Hurensohn. Auf jeden Fall. Nee, ist wieder Bug. Guck mal, die wissen immer. Ich sag dir, das ist ganz komisch. Last player standing. Man kann eine Phoenix Flash aber auch nicht dodgen, Bruder! Lass mal die Jets reporten einfach. Ja, ich hab Ding schon, ich report die auch. Meine Ult konnte ich nicht mal einsetzen, Bruder. Lass C kommen, direkt C. Report Jet. Pourquoi? Not you, the other jet. Why? Report jet fallen from cheating, cheating. Cheating. No. Ist einfach Akku leer bei ihnen gegangen, oder? Mein Aim ist gerade wirklich schön. Okay. Enemy spotted team placing sentry. Trevor! Bruder, wie konnte ich den nicht treffen? Ich hab links. Hinten bei uns am Spawn. Ey, Digga. Boah, da kommt er. Smoke mal. Reloading. Links. Digga. Minus 30. Last player standing. Okay. Er ist weak. Die kaufen eh, kommt D. Wir kaufen? Die werden 100% kaufen, oder? Okay. Und weh. Kein Wort. Ach, Mann.
Killjoy, get the spike, please. Mir. Okay, ja, Killjoy AFK. Walla, das Spiel kannst du noch mit 5er Q spielen, Bruder. So macht kein, ja, keinen Sinn. Ja, langsam erst, langsam. Mach alles rein. Lass mich da, aber Eddie. Ja, gehst du? Ich gucke hier, mach du alles andere. Ah, Jet 50. Oh my God. Jet 50. Top. One enemy remaining. Sehr schön. Ja, sehr schön. Reloading. Hat denn eine Band? Ja, du gibst doch als Wandern, Alter. Ja, die sprüht, glaube ich, so Ding. Schnee. Okay. Schnee. Du kaufst, gell? Ihr kauft alle, okay. Jetzt haben die kein Geld mehr, die Schnorrer. Komm, ah. Schnorrer. Boah, wie eklig ich jetzt spiele. Warte, ist Funny? Bitte, Jungs, minus 130! Ey, bitte, Wallbang da durch! Die ist tot. Die ist tot, ist da noch? Die Bombe. Hinten bei uns am Spawn. Gänsehaut, ehrlich. Boah, Bruder, ich hab sogar nicht mal Muni, Alter. Wir haben wieder maximal kein Geld. Doch, die drei Stück haben Geld. Kommt sie. Komm und sie. Wir müssen die ein bisschen ablenken mit diesen Blenden. Was ist das für ein starker Alarmbot, Alter? Du musst mich schützen. Ich habe keinen Bock mehr, ich schwöre dir, ich will raus aus dieser Runde. Boah, Bruder. Bruder, vom du Huren. Digga, Aria, du Aria. Boah, Bruder. Bruder, da sind 100 Leute, wer wird rausgeholt? Ich! Aber wir sind wieder seit 10 Stunden live, Digga. Das ist crazy. Rohase, danke dir für deine. Danke für deinen Tier 1, Bro. Und Robert, danke dir auch für deinen Tier 1. Danke für die ganze Zeit. Okay, kommt. Der Omen ist die ganze Zeit da, wo ich bin, Alter. Hinter uns? Komm, helf mir doch. Sehr schön. Oh, richtiges Schwitzer-Ding. Also wir drei, wir haben eins, ja. Das wäre so ein schöner Sieg, so ein richtig schwitziger, schöner Sieg. Mert, call mal.
Ich geh B, Bruder, ganz langsam. Gehst du B? Ja, aber ganz langsam. Sollen wir dann C gehen? Fickt es nicht von einem die Mente, wenn man immer so lange streamt? Nein. Ich streame ja immer, guck mal. Chat, bei mir ist so, ich streame ja lange, weil ich Bock habe zu streamen. Ich streame ja nicht lange, weil ich mich zwinge zu streamen. Wisst ihr, wie ich meine? Da kommt einer. Blend. Ich muss hier spielen. Ich hab Ult. Ich muss hier spielen. Oh, ich muss eigentlich hinten spielen. Hinten kommt Jet. Ja. Warte, ich ult gleich, ja? Ich ult gleich. Jetzt. Links. Haben wir. Warte. Lass. Er ist oben rechts hier. Ja, warte. Ich kann stunnen und dann gehst du hin. Jetzt. Chill. Blend nochmal. Oh, egal. Oh. Oh, hätte Ding gehalft, Phoenix hätte das geholt. Aber Jungs, guck mal auch. Bei mir kippen die nicht so leicht um. Guck mal, was für Ping die haben. 50er Ping. Deswegen kippt. Boah, guckt euch mal das hier an. Sieht das nicht schön aus? Ja, Bruder. Sagt ehrlich. Ist die Ali oder nicht? Das sieht aus wie unser Level oben im Wasser, wo mehr drunter geschwungen ist. Ja, Mann. So friedlich, ne? Was denn? Hinten die Map. Oh, pass auf, der wird hier in der Ecke sein. Sehr schön, guck, ich hab's gewusst, weil sie so gesmoked hat. Who's next? Go B. Einer ist noch in der Ding, ja. Da ist rechts von dir, Rot. Jetzt weiß ich nicht mehr. Kann sein, erst TP. Sehr gut. Oh, ich will auch diese Chaos. Oh, ich mach dir gleich nächste Runde rein. Guck mal hier, Matt. Matt, okay. Drop ihn mal. Drop mal Jet. Ja. Schau hier, Matt. Hier hinten? Mhm. Go see, I fake A. Go see, I fake A. Ich will in diese Tor reingehen. Go slow, da see. Da oben, ne? Ja, diese Vulkan. Guck mal in der Smoke. Ja, ich bin drin. Komm, pass auf, einer kann von A kommen, gell, dass du weißt. Rot, du. Ey, Bruder, wie gut der angelaufen kommt. Water Killjoy. Hinter uns, Rohrt, Mann. Water Killjoy. Nice. Sehr nice. Monster. Ey, guys, ey. Voll A. Wenn wir die Runde jetzt holen, haben die danach kein Geld mehr.
If we win this round, we win this next round also. Lass Rohrt kaufen. Ah ja, kauf mir Rohrt. Komm. Du hast viel Geld. Okay. Ach Jungs, fickt euch doch, Alter, in der Erde, ja. Mann, bitte, warum hab ich so ein Arsch-Aim immer? Ach Mann. Nein, warum verlieren wir das? Warum verlieren wir das? Warum ist mehr eingeschlafen. Ach Mann. Wir haben das gerade so eklig abgegeben. Full B aggressiv. Mit Shotgun. Full B. Chill, lass mich irgendwo auf C Orb einsammeln oder so. Bringt alles nichts, Bruder. Scheiß drauf, komm. Doch, doch, bitte, hör auf mit diesem Ding, komm. Aber seine Ult ist nur für ihn, die bringt uns nichts, komm her. Alle gefickt. Alter, alle gefickt. Komm C, komm C, komm C, komm C. Ich hab ihn doch eine. Red, go, go. Ach Mann. Bruder, Jungs. Ach. Nein, Mann, was wir alle dann geben, Bruder. Hinter dir, Rot. Warte mal, wie spät kommt der Call? Ich hab nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Zitter Aim. Everyone note down your observations, then let's run it again. Thanks. Ey, jetzt muss eine Taktik muss aufgehen. Geht wieder AC. Go see, I fake A. Wait, spawn for the KO knife. Yes. So geh mal A mit ihm. Nein, sein Knife hier hinwerfen. Chill. Don't step. Chill, trust. Er hat sein Knife hier bei mir. Okay, let's go. Okay, jetzt könnt ihr gehen. Ja, aber schneller. Jet, look behind you. Behind you, Jet. Who's next? Whoa. Ach, Jungs, fuck you. Oh nein! Sehr schön, Jungs, Alter! Nice. Ich hab Ult. Wenn ihr wollt, aggressiv auf B. Mert frag an. Also noch besser meine ich. Obwohl, ja. Warte mal, er kann kaufen. Mert, was sagst du? Ich hab einen. Ja, wahrscheinlich. Ich sterbe mit einem HP. B, aggressiv B mit meiner Ult. Ja, komm. Ja? Come on C, I have. Come on B, I have Ult. I ulted and you go. C oder B? B. Ah, ihr müsst Messer. Wait. Messer. Nice. Chill noch nicht, ulte nicht, wir spielen noch Retake. Lass es. Okay. Okay.
Nice, der hat auch eine geholt, dann habe ich auch noch eine. One enemy remaining. Stark. Sehr schön, Jungs, Alter, Mann. Oh, wichtig. Oh, gut, Jungs, Alter, geil. Alter, wie... Boah. Das war auch so ein schöner Win. Warum ist dieser... Oh, nee, nicht MVP. Dieser AD MVP gewonnen, Alter. 25 Punkte. 22 Punkte. Mert? Alter, das war eine geile Runde. Wir können nicht mehr zusammen spielen. Warum? Weil dieser Schwanz aufgestiegen ist. Nein. Nein, bei Abu Tanga Plastik 2 ist. Weil du aufgestiegen bist. Ach, Bruder. Ach, Jungs. Mach du, ich guck euch zu. Ah, ich hab gar keinen Bock mehr, Mann. Scheiß drauf. Soll ich in den Account jetzt reingehen, oder? Also. Hm. Wenn wir morgen reingehen in diese Quarry? Boah, Bruder. Warte, ich gehe mal ganz kurz auf Instant Gaming. Ich gehe kurz auf Instant Gaming. Lass die Mustera nicht. The Quarry. Boah, 6 Euro, Bruder. Ui. Ja, kaufen wir das mal bitte. Kauf dir mit Herz, kaufe ich dir. Warte mal kurz. Ja, dann kriege ich einen Key. Boah, stark, Alter. Gute Seite. Junge, die ist krank. Ich bin ja damals... ich hatte so eine komische Partnerschaft mit dieser Seite. Ich hatte nicht mal Rabattcode. Nur Leute müssen über diesen Link holen. Richtig Quatsch. Mert, bist du raus? Ich bin out. Mert aus? Ja, aber Tanga, ich kann nicht spielen mit dir. Ja, ich kann Account wechseln. Warte, aber ich muss hier mal ganz kurz hier Ding machen. Fantasie. Ein Klick bestellen. Ist halt einfach proof. Ja. Matt. Hm. I sent you the code on und this good. Bitte schön. Noch eine Reaction, dann geh ich schlafen, Digga. Bitte schön, aber lad bitte, also geh schon mal, Ding. Lust dich schon mal rein. Sagt ihr, das Knife ist geil, Chat? Jungs, ich weiß nicht, warum ich mich so müde lässt. Vitamin D. Bruder, ich hab auch irgendwas, ich schwöre, Vitamin G-Mangel oder so. Irgendwas hab ich, Bruder. Es ist so nicht normal. Urlaub, Digga. Ich glaube, ich gehe nächste Woche Urlaub, Alter. Wie? Ja, Mann, ich gehe in Urlaub, ich fliege nächste Woche, Chat. Lass 5 Tage Alanya gehen. Hä? Lass 5 Tage Alanya. Aha. Warte, ey, wo gibt man Code ein in Steam-Chat? Ey, Roar, klär doch mal ein Event, ja. Buch mal eine Villa, lass mal da Urlaub machen, ja. Geh die ganze Zeit live. Mach ich noch. Werde ich dieses Jahr noch mal. Bibliothek ist einfach spontan oder buche ein Villa im Bodrum. Ich bleibe pro Spende länger live. Also pro Spende an gute Zwecke. Oh, sehr schön. Brauchst du diese wieder wie diese 20.000 Euro im Monat, diese? Nein, diesmal nicht diese Penner, Bruder, diese Pennerbude. Machst du ein Ausland? Ich muss gucken, Bruder. Entweder ich muss ein richtig krass Airbnb hier so, aber was wirklich auch gut ist, wo ich selber vorher hingehe. Oder. Ach, Ausland halt. Aber es ist halt schwer mit den Leuten so, weißt du? Auch mit Internet ist schwer im Ausland, Alter. Aber mach Ausland, ja, so schön Sonne, Digga, so schön, schönes Wetter. Ich hab Code eingelöst, aber wo ist der? Ich muss dann jedes Mal Flug buchen für die Leute, die kommen, weißt du? Warum, Junge? Sollen die selber buchen, Alter? Oder wenn die dich besuchen wollen? Ja, Digga, das ist geisteskrank. Ist ja für gute Zweck so eigentlich auch, ne? Ja, Junge. Natürlich, Bruder. Komm mal Zimmer fit, Digga. Ich komm so 2-3 Tage da vorbei. Schön ein bisschen. Einfach installieren, klicken, wenn du eingibst. Meine eine Kamera oben rechts soll einfach nur auf Pool zeigen, Digga.
Ich wurde gescammt. Er chillt da immer den ganzen Tag, Bruder. Boah, Bruder. Ich wurde gescammt. Ich bin nicht so der Urlaubsmensch, ne? Glaubst du mir das? Also ich bin du hast doch richtig weiße Haut, Alter. Ich hab dich noch nie braun gesehen, Junge, du Leiche. Ah, hier. Okay, stimmt. Boah, okay, Mert, ich hab das. Weiß nicht. Ja, ich hab dir Code geschickt, bitte download schon mal. Aber wir gehen nicht morgen rein, wir gehen übermorgen rein. Morgen ist RP. Ja, Bruder, kommst du noch oder nicht? Abu Danga. Ah, ich muss Account wechseln, warte. Ja, ich mach kurz die Reaction. Mhm. Ey, Cedret, welche Ding hast du? Bist du Platin? Das wäre schon was Cooles, so Airbnb Ausland, wo richtig krass ist, einfach so geistig ja, ja. Airbnb. Ja, so ja, ja. Ein Monat mieten, crazy Internet, boah, crazy Räume. Vielleicht noch an See irgendwie, vielleicht kriegt man sowas hin oder mit Pool oder so, dann kann man da geile Challenges machen. Mit Tauchen, mit Ding. Kann man schon Geiles machen. Bis Platin 3. Ja, gib mir deinen Account, Arthur. Guck, tu ich. Das wäre schon geil, ja. Letzte Airbnb, ich wurde so abgezogen wie noch nie, Chat. Das ist crazy. Wallah, ich schwöre, diese Frau lebt immer noch von deinem Geld. Egal, ich habe eben eine JBL-Box mitgehen lassen. Bruder, diese Arztzimmer, Bruder. Nein, Spaß. Da müsstest du. Digga, weißt du, dass ich den Sohn, den Basketballkorb, die Tore, die Fußbälle... Ich weiß, du hast alles da gelassen. Chat, ich habe den Sachen im Wert von 2000 Euro geschenkt, einfach so. Krank. Den Sohn, weil er damit spielen wollte. Die Mutter wollte das abkaufen, die waren eigentlich todeskorrekt, Digga. Ja, aber ja, nee, wenn du todeskorrekt... Bruder, allein wegen so einem schönen Grund, Bruder, kann man da ein bisschen... Alter, wie viel? 50.000 Euro oder so? 70.000 Euro Miete für einen Monat. Miete hast du von deinen Taschen bezahlt? Ja, ja. Alter. Ich hätte einfach nur einen Partner. Wenn ich das vorher mache, dann will ich richtig viele Partner haben. Mhm. Gehst du noch in Hilf mir? Mal sehen, mal sehen. Bist du nach jetzt nach einer Runde raus, Rod? Ja. Boah, ich darf nicht so lang machen, Alter. Rohat. Hashtag Sosa. Already. Ah, wir sind schon befreundet. Ah, hier. Ja, vielleicht gehen wir. Chat mal spontan. Ah, ich will noch andere Dings reinmachen, andere Wände. Ich bock auf die blaue irgendwie, ja. Wie hast du Yusuf kennengelernt? RP? Alle RP? Mhm. Also Breitenberg Abo auch über RP? Monte nicht RP, den kann ich schon vorher. Eli habe ich schon damals heftig in einem Restaurant kennengelernt. Ich war ja mit Sydney die ganze Zeit, ich kannte Eli nicht so geist. Also ich kannte ihn, aber ich habe noch nie bei dem reingeguckt. Also ich habe auch nie ein Video gesehen oder so und da habe ich ihn da gesehen. Ich glaube, wo du Eli kennengelernt hast, hat er sogar noch auf YouTube gestreamt, kann das sein? Ne, ich glaube, der hat auf Twitch angefangen gerade so. Mhm. Woher kennst du Sydney, RP? Also Sydney kannte mich vorher, also ich kannte ihn vorher schon, ich kenne ihn schon vor lange, wo der damals, vor dieser Zeit, wo er in, wo war es, Slowakei? Vor Slowakei-Zeit kannte ich ihn schon, wo er gestreamt hat. Aber er kannte mich dann ein bisschen später, so meine FIFA-Streams und so, wo ich auch 100 Zuschauer hatte, der hatte mir reingeschrieben. Er ist einfach in meinen Stream gekommen, hat geschrieben, wie kacke ich bin. Da hast du Fortnite gestreamt, glaube ich. Weil der da auch ja Fortnite gestreamt hat. Nein, nein, FIFA. Ah, FIFA.
Welchen Streamer ich als erst kennengelernt habe? Medi. Medi war der erste Streamer, den ich kennengelernt habe. Und durch den ich auch angefangen habe mit Streaming überhaupt. Like you all day, mommy. Oh mein Gott, Eli geht morgen rein. Ich glaub's nicht. Wo? In Change Together. Alter. Okay. Ich sag, die brauchen länger als wir. Mit wem geht der rein? Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, Danny, vielleicht Miki, Sane oder... Boah, ich weiß nicht, irgendwie so, oder Kroko. Okay. Bind. Ich nehm Gecko. Ich kenne die gar nicht. Das Video morgen wird krass, Chat. Müsst ihr instant gucken. Pick doch. Wozu warten jetzt 10 Sekunden? Ach so. Ich würde PC immer selber zusammenbauen oder auf so einer Website, wo die das so selber zusammenbauen dann und du wählst die Pieces aus. So vorgefertigte PCs immer Scam eigentlich. Das heißt Scam, aber so, bei vielen ist es sehr überteuert. Aber kann ich auch verstehen, manche Leute kennen sich nicht so krass aus. Und weil dann einfach einen fertigen PC haben, der halt funktioniert von A bis Z so. Wenn du selber bauen kannst, ist auch krass, ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat mir selber gebaut. Was ist das denn, Junge? Was hast du für gute Augen? Wie geht? Wer? Mein Mod, Bruder, der einfach Map Mod oben. Oh mein Gott, der haben so. Bruder, die haben einfach durchgesprayt, ne? Ja. Ja, Bruder, keine Muni mehr. Wegen Iso, du Nutten! Ja, chill. Bruder. Und wie er da piekt, ist Gänsehaut. Das ist so OP. Er hielt sich nicht. Einer hinter ihn, du kannst ihn pushen. Ja, jetzt vorbei. Wie man schon sieht, dass es verloren ist. Links, links. One enemy remaining. What do we learn by fighting ourselves? Du meinst Chaos. Iso ist wirklich OP, ne? Ja, ja. Spike planted.
Schade. Ich hab Chaos, Wendel. One down safe to be an immortal. Can someone buy me, please? I can't play dead. Appreciate it. Okay. Geh du A, ja, ich geh B. Wieso ist richtig OP, ne? Ja, Mann. Ich weiß selber nicht, warum wir das nie ausnutzen. Warte mal sehen. Er hat einfach auf E, Bruder. Jet ist drin, Jet ist drin. Jet ist drin. Sehr schön. Also durch die Smoke. Ach, nee, egal. Easy. Aber wird ISO gepatcht oder so? Ich weiß nicht, warum die den höher gemacht haben. Normalerweise müssen die direkt am nächsten Tag ihn schon patchen, aber die genießen das voll. Bruder, du musst dir vorstellen, so diese Elo von Zane und von Kuba, wie die sich aufregen wegen dem. Weil die zielen auf Kopf, die müssen einfach zwei Schüsse geben. Das ist crazy, die solche Nachrichten zu lesen. Wirklich. Da wird man seiner Verantwortung auch immer ein bisschen mehr bewusst. Wieso ist geistkrank? No peeking! Okay. Last player standing. Du. No peeking. Spike planted. Hallo, aber ey, was macht ihr? Hallo, Bruder. Was macht der, Bruder? Wie spielen die? Alright, Lucky Socks. Verroland. Jetzt kann ich nicht kaufen, weil ich Abu Schwanztanker gekauft habe, Lan. Machen wir Eco. Nee, ich bin arm. Oh, Bruder, ich kann nicht funken, boah, ich hab keine Ahnung. Komm, nimm die Waffe hier. Vertraust du mir die an? Nimm sie. Okay, warte. Nimm, steck in deinen Arsch. Aber ich mach jetzt 5 Kills damit, guck dir das. Mach mal. Jungs, was geht denn bei euch? Ich mach dir ein Ding. Okay, das mehrere. Guck mal, die Wall! Hör mir zu! Er hat uns gefickt mit der Wall! Egal, hör mir zu! Oh, ich hätte voll Bock auf Bein. Nein, jetzt ich hab ihn gepackt! Nein. Bruder, ich kann ihn nicht aufheben. Okay. Lass mich mein Ding holt wieder aufheben. Ja, er ist im Wasser. Ich hab ihn. Where is he? Ich hab ihn. Och man, Bruder. Das ist nicht passiert, Bruder. One enemy remaining. Hat er ihn geultet? Defuse.
Vollidiot. Ach Mann, Bruder. Egal, hey, der hat alles ganz komisch, Bruder. Alle Knöpfe, der hat in seinen Arsch einen Knopf sogar. Ja, die Smoke hat mich rasiert, ich schwöre. Smoke hat rasiert. Alles hat rasiert. Ich wollte die Smoke ein bisschen weiter an links machen, aber... ja, ich ja gemacht habe. Okay, jetzt. Guck, Chat. Ja, Jungs, was geht denn ab, Alter? Digga, mir ist so langweilig, ich will nicht schlafen gehen. Maus, der Bastard liegt einfach in Mallorca unter Sonne, ja. Spike planted. Die ist oben am Fenster hoch. Oh mein Gott, das ist so ein Glück, ach, Digga. Bruder. Ey, die spielen, ja, aber ich schwöre, keine Ahnung, Bruder. Es ist so eine komische Bastardrunde, Bruder. Wir haben nichts zum Aufhalten, gar nichts. Ach, Bruder, unser Team jetzt in den Arsch, Bruder. Was willst du? Ja. Ich kann Pistole auf seinen Kopf schmeißen. Ey, habt ihr auch Kopfschmerzen, Alter? Kopfschmerzen? Nee, nicht so. Okay, Bruder. Boah, ich hätte voll Bock jetzt auf Bind, ja. Komm, dann komm doch die nächste Runde wieder rein. Wo gibt keine nächste Runde bei mir. Ist mal auf den Tacho hier, Junge. Alaon. Ich bin und bleib dir der Patron. Der Alaon. Kennt ihr diese Alien? Ja, ja. Ja, ja. Guck mal, was Iso alles hat, ich schwöre. Oh, Bruder, der Iso macht dir doppelte Damage plus der hat zwei Headshots. Der Alter, und gib dir ein Schicht vom Backbone. Alter, so eine Fall. No, ja. Schau mal, wie ich schon. Ja, Matt geht gar nicht. Matt will Urlaub gerade. Der hat gerade Urlaub in seinem Kopf. Der will nur noch Urlaub sehen gerade. Ja, ja. Oder ich will nur eine verfickte Sonne, Digga. Ich will eine verfickte Sonne sehen, Digga. Sagst du. Long. Wie long? Stellt euch vor, so Sonne ist zu heiß, du gehst im Pool, wird zu kalt, du gehst wieder raus, Sonne trocknen. Die ganze Zeit. Gleiche Dings. Wieder zu heiß, dann wieder zu kalt. Du gehst in dein Zimmer, wurde sauber gemacht, einfach. Kacke, alles zu Hause, alles wird sauber gemacht. Heute wird stabiles Wetter. Oder Deutschland, ich habe meine Winterjacke heute angezogen. Ja? Heute ich habe Winterjacke angezogen. Bei mir war warm. Bei mir war auch Sonne, Digga. Heute spazieren, ich habe mein Cornetto-Eis genommen. Das Eis schön gegessen. Da waren so, an jeder Ecke war so eine harte Schokolade. Ich und harte keiner Schokolade Regen, Bruder. Gegessen. Warte kurz, Jungs. Spike planted. Drop in a smoke. Alle Hund. Oder wie soll ich das klatschen? Ja, bitte. Das ist harter Tobak, was hier passiert. Harter was? Harter Tobak, nennt man das so? Was ist das, Mann? Chat, harter Tobak? Harter Tobak? Ja. Ist dein Hauskauf fix?
will mein Haus kaufen. Ich habe irgendwas gesehen, Haus. Ich will ein Haus kaufen, ja. It's schon. You and me. Hast du schon gefunden? Oh mein Gänsehaut. Bruder, er ist sogar ohne seine E da rein. Ich wurde erst so schlecht, Kicker. Warum piekst du da raus? Lern. Ich hab keinen Bock mehr, Bruder. Hast du schon ein Haus gefunden? Nein, übel schwer. Wo guckst du in dein Dorf? Nein, im Kreis Berlin, Hamburg so. Ach so, ist deinen Eltern egal wo? Ja. Bleib Hamburg, ja, was willst du Berlin? Ja, ja, ich will auch Umgebung Hamburg eher als Berlin. Meine Schwester Hamburg studiert halt in Berlin, weißt du? Na ja, okay, mein guter Dings Grund, aber. Hm. Ja, aber wie viele Berlin Studiendinger hat sie, also wie viele Semester hat sie noch? Weißt du, wenn sie jetzt noch zwei hat und so, dann ist ja egal. Ist sie sowieso bald. Oder Umgebung bei mir Hamburg gibt's. B? Als erstes B. Sauberer und gibt's günstigere Dings. Berlin ist schon Dings, ja. Help. Spike down, B. Bei mir liegt die Bombe. Rot, komm mal bitte. Ich will ulten. Mach mal. Keiner da. Aber die Bombe ist da. Was ist dein Budget? Kommt auf das Haus drauf an. Warte, ich ulte. Jetzt sind das so. Lass durchlaufen. Keiner da. Für so ein richtig stabiles Haus will ich schon so. Ich sag, mein Budget ist so 1 Million. Ja, 1 Million. Du musst das aber was Stabiles sein. Was heißt Budget? Du kannst sowieso bei der Bank doch noch Ding holen. Wenn dein Haus kostet 1 Million, hast du das. Das eigentlich. 1,1 Millionen, weil du musst immer 12% Nebenkosten dazu rechnen. Ja, und Dings. Notar, Makler. Ja, ja. Alles 12%. Ja, aber einfach auch Ding. Er kann das sowieso mit Bank und sowas. Ja, aber ich meine nur, wenn du 1 Million hast. Mhm. Ah, immer 12%. 1, immer 12% oben drauf. Mit Makler, okay. Notar. Rechnet man nicht auch Dingkosten? Renovierungskosten? Oder nicht jedes Haus. Oder redet man. Oder redet man von Neubau auch, also von selber bauen? Oder egal was kommt. Immer 12%, das hat mit nichts zu tun, das ist einfach oben drauf. Ja. Das ist gerne diese 12% kommt oben drauf. Und dann je nachdem, was renoviert werden muss, muss halt drauf rechnen. Aber es muss nicht jedes Haus renoviert werden. Mein Haus zum Beispiel wurde 2018 gebaut. Ich habe bis heute nicht einzeln reingeschickt in dieses Haus, weil es einfach perfekt neu. Häuser, die renoviert werden müssen, das sind ja Häuser, die renoviert werden müssen, das sind ja eh günstige Häuser. Oder ich könnte, das Ding ist, mein Vater hat einen richtig guten Kontakt, ein Verwandter von uns. Zu was? Zu so einer Baufirma, die so. Ja. Die Kern sanieren? Ja, alles machen, auch selber Häuser bauen. Nutz das aus. Ja, das ist halt Umgebung. Ja, aber das ist halt Umgebung Berlin. Ja, du musst gucken, wo du wohnen willst, Bruder. Wenn du das willst, aber nutzt das aus, Bruder. Das war sein Ziel schon von Anfang an. Wenn du so Leute hast, die drinnen komplett Fliesen machen, Wände machen. Ja, das ist das Ding. Und das ist halt Boden Umgebung machen. Berlin, aber. Oder ja, aber. Oder ich sag dir ehrlich, Fliesen macht mein Schwager auch, Bruder. Und er macht auch Rohgips und sowas. Ja, Jackpot, solche also, Jackpot. Also ich sag dir offen und ehrlich, wenn du ein Haus in Hamburg findest, dann check ich dir das ab, dass die für 2 Wochen zu dir hochkommen. Das ist das minimal, also das ist jetzt nichts Ding weltbewegendes, oder? Dann sollen wir 2 Wochen nach Hamburg gehen und dann dort arbeiten. Aber die bauen selber Häuser auch so. Ja, mein Schwager und die bauen auch Häuser. Das ist sogar nur 3-Mann-Trupp, oder?
Weil solche Leute sind Gold wert. Das sind die wichtigsten Kontakte, die du brauchst in deinem Leben. Ja, ich wollte sogar damals Maler und Lackierer machen, bevor ich überhaupt mit gestreamt habe, noch 8. Klasse, 9. Klasse war. Oder glaub mir, wenn du einmal denkst. Das ist das Wichtigste überhaupt, Digga. Mhm. Wenn du das in einer deutschen Firma machen lässt, Digga, du zahlst dich dumm und dämlich am Unangenehm. Das stimmt. Im Endeffekt, du kannst natürlich auch nicht jedem vertrauen, ne, bei so einer Sache. So Fremden zum Beispiel, die können dich komplett ficken. Die machen halbe Arbeit, lassen dich halbe Stunde. Ja, genau. Oder die machen falsch. Aber wenn man so Kontakte hat aus engen Kreisen, wo man gesehen hat, die machen das wirklich gut, dann ist das der Punkt in deinem Leben, wo du richtig Profit machst. Das ist das Größte überhaupt, was du machen kannst. Ein Haus kaufen, für wenig Geld oder durch gute Kontakte gut renovieren, modernisieren, dann sanieren und dann hast du runtergefahren. Ja, das ist. Also ich sag dir, das ist kein Problem. Ich kann sogar morgen nochmal mit meinem Schwager drüber reden. Wenn das jetzt Ding erstmal. Komm, lass egal, lass B. Und dann kannst du mir Bescheid sagen. Nee, jetzt ist Angriff ist besser für uns. Guck mal, wie die letzte heißt von denen. Aisha Erotica. Eine von Bordell, die hat Setup. Die sitzt gerade in Amsterdam in diesem Fenster, die spielt an diese Fenster einfach. Der kleine Städtepause. Wenn die AFK ist, dann wissen wir warum. Aninistikim, Bruder, wo? Hier einfach. Ey, er plant. Warte? Er die führst gleich. Ja, markier mir. Hab ich. Er die führst nicht mehr, das war er. Window? Ist auf ISO? Letztes ISO, der hat noch Shield. Der hat noch Shield, ja. Hab ihn den Shield. Mit Fuse, sag ich. Ja, aber Bruder, das ist. Geh rein. Das ist so schlecht, Bruder. Ich schwöre, es ist so schlecht. Bruder, ich weiß nicht warum, wenn man markiert, Bruder. Ja, das du hast sogar seine nicht, Füße Bruder. Gesehen. Das ja, war das nicht. Funktioniert das nicht. Das ist voll auf nichts geworden, diese Markierung. Warte, bitte, ich hab keinen Kraft, das eh die Story zu gucken, bitte nervt. Einfach, ich komm dir, Chat. Ey, tu mir nur einen Gefallen, Matt, komm, morgen nur einen Tag RP, Bruder. Nur einen Tag, komm danach nicht mehr. Digga, ey. Komm, ich will dich einmal im RP sehen. Ei. Dafür soll ich Dings GTA alles runterladen oder was? Ach, hast du gar nichts mehr PC? Keine Ahnung, wo das wohl etwas ist. Danke dir. Bist du nicht genug? Jawohl. Du richtig verschmerzt, ja. Wenn er keinen Plan? Oh, schön, Ort. Spawn. Der auch. Alone. Oh, stark. Sehr schön. Right here. No, Raider, come on. Yes. Don't peek. Sehr schön. Ihr pennt schlafgeschlafen. Every fight is a lesson. Wir sind einfach rüber tippiert, Bruder. Ihr pennt, Kusik. Ihr pennt, Bruder. Boah, mein Schädel brummt auch richtig, ja. Richtig Kopfschmerzen, Alter. Ich geh long. Ja, aber wenigstens Geld für jeden. Hast du noch TP'n? Ja, komm.
Ich hab 5 Leben, Bruder. Oh mein Gott, hinter mir? Alter! Sehr schön. Oh mein Gott, 5 Leben. Du hast, Bruder, wie ein Actionfilm gerade. Wie eine. Ja, ja, ich höre. Müssen wir danach rummachen eigentlich. Kann ich kaufen? Frag an. Ich bin nicht gestorben. Request, guys. Come on, B. Iso, you can request. I can buy you. I'm buy you. Oh, shit. Jet is picking every round. Belong. Let Iso be first with, ich verstehe das gar nicht. Nein, Bruder, mach zu. Da ist keiner, links ist gar keiner. It's you and me. Ach man. Voll schwer, Bastard. Standing. Ja. Mein Gott, weiß er das aber? Mhm. Er springt einfach rein mit seiner Shotgun, ja. Aisha Erotica, Bruder. Warst du mal Kunde bei ihr? Sie hat sich an deinem Geruch erkannt. Das ist ja auch das Problem. Watching here. Ich muss morgen call mit Kalito, Bruder. Ich muss da eben. Stehst du auf deine Waffenroute? Nee, scheiß auf meine Waffenroute, Bruder. Auch Autos sind weg. Ach, Bruder. Oh, der aimt so schön. Ich schwöre, wenn ich hinter mein Ohr. 30 seconds left. Ja? Wenn ich hinter mein Ohr. Mhm. So drücke, ne? Gegen meinen Kopf. Ja? So runter, da ist sowas Hartes. Wenn ich das so runter drücke, dann tut mein linke Backenzahn weh. 10 seconds left. Also hinter Ohr so runter drücken, dann spüre ich etwas in meinen linken Backenzahn. Oh, das ist ja richtige Probleme, Alter. Nein, so runterstreichen, nicht drücken, so runterstreichen. Von oben, Kopf runterstreichen, am Hinterohr lang, Knochen drücken, dann habe ich linke Backenschmerzen. Ich spüre die Wurzel. Boah, das ist aber... Ich will auch verlieren, Digga, komm. Den kann man nicht. Ja, mach einfach, Bruder. Ich hab mein Kopf explodiert gleich, ich schwöre. Seid ihr über Kopfschmerzen geredet, mein Kopf explodiert. Please, F5, my children is sleep up, ja. Genau dann hat der Dings gedrückt. Komm, fick ich dich. Fick ich dich.
Spike down B. Stark. Nat 20. My ult is ready. Werf dann eine Kugel in die Ecke. Shot in a spoke, not ready yet. 30 seconds left. Sehr schön. There's a name for this. Oh yeah. Second hand embarrassment. What will it be this time? Need a job. Any patterns emerge yet? Danke. Kauf mir mal. Rohr, was hast du für diesen Biercoin? Nein. Sid hatte. Verarsche, Bruder. Was ist das? Sid, der hatte. Warum diese Kinderverarsche verdienst du nur Geld, Digga? Du musst Sid fragen. Der hat richtig. War eh halb vorbei. Der war richtig drin. Ja. Ich wollte reingehen in diese Bierradar. Und ich hatte Glück gehabt, mein Freund hatte den Techniker oder kennt den Techniker. Er hat gefragt, ey, können wir noch da reingehen? Die haben gesagt, nein, geht da nicht rein, die werden jetzt alles auszahlen. Bup, eine Woche später, Mutter gefickt. Ach, Bruder. Ihhh! Er hat 1 gegen 1 mich gezogen, Bruder, hat niemand bekommen. Ja, der andere ist AFK. Egal. Guck mal, der Hurensohn. Ich glaube schon nur die dicken Coins. Na, aber Digga, ich finde Dings unnötig, Alter. So, Chat, macht nicht, holt euch nicht solche Meme-Coins. Das ist reinster Gamble. Ich will auch langsam da rein, Bruder. Ich will irgendwas ausprobieren. Ja? Ich will auch da in diese Ding rein. In welche Ding? In diese Coins, Moins. Ja, Bruder. Ich kaufe einfach irgendwelche, Bruder. Irgendeiner muss steigen. Ich werde morgen in so einen heftigen Game. Warte, ich sag, du kannst pushen, warte. Jetzt hast du, ich hab ihn gepackt an seinen Nacken, der Bastard. Mann, da war doch noch einer, ja. Ja, mega. Alter, meine Haare fallen schon ab in meinen Augen. Ich hab noch 600.000 Euro gehabt in Dings, in Krypto. Ich werd das morgen gegen die Wand fahren. Aber so hart kann ich ja. Hinter dir. Ich werd in einen richtigen Alien-Coin reingehen. Wo die Besitzer alle nur so im Dubai sitzen, so richtig Betrüger-Dings. So richtig Upper-Red-Coin so. Prinz Markus Coin, Digga, richtig Alien Coin. Hast du den Call bekommen oder was? Nein, ich hab keinen Call bekommen, aber das ist so. Das ist so am Anfang. Und ich denke mir, okay, wenn ich von Anfang an dabei bin, als ob jemand von Anfang an scammt, weißt du, was ich meine? Doch. Aber so instant, erster Tag, bupp, direkt alles weg? Ja, kann sein, dass die den hochpumpen. Kommt auf die Uhrzeit drauf an, wann du kommst, dass sie direkt hochpumpen, dass die Leute reingehen und dann den fallen lassen. Aber direkt, Bruder, das wäre zu heftig, dass dann würden die ja auch viermal gegen Wand fahren. Doch, die haben ja die Coins schon vorher, Bro. Ich weiß. Aber dann wäre ein Freund von mir ja auch gefickt und er kennt ja den Techniker. Zweimal Team MVPs bringt nichts, Chat. Hype ist komplett vorbei. Ich schwöre, ich hab einmal, das war, Bruder, das ist so crazy, das war einfach ein Shisha-Bar-Talk. Mhm. In der Shisha-Bar. Mein Freund stellt mir irgendeinen vor und ich hab ihn einfach vertraut. Ich bin mit 15.000 Euro reingegangen. Richtig Shisha-Bar-Talk, ne? Mhm. Bruder, das hat funktioniert. Wie viel hast du daraus gemacht? Ich will nicht darüber reden, Digga, aber es hat funktioniert. Aber es war so komisch, weil jeder wusste, mit wie viel ich drinne war und jeder wusste, wie viel ich habe. Ich konnte nicht einfach so raus, weißt du?
So, weil alle Freunde waren drin. Wenn ich rausgehe, dann hätte ich auch alle Freunde gefickt. Dann habe ich jeden gesagt, guck mal, ich werde dann und dann rausgehen, nehmt euer Geld raus. Ich will euch nicht ficken. Und die haben gesagt, nein, wir lassen nicht. Ich sag, guck mal, Bruder, nimmt raus, das wird fein, sobald ich rausgehe. Und dann habe ich gesehen, ein paar andere gehen raus, meins ist schon zu doppelt, mein Plus ist schon die Hälfte weniger geworden. Ich habe gesagt, ey Jungs, ist vorbei, ich zahle jetzt aus. Zahlt alle aus von mir aus jetzt noch. Dann bin ich Stück für Stück rausgegangen, jeden Tag so Stück, Stück. Und dann habe ich sehr viel ausgezahlt und ich habe ein bisschen draufgelassen. Und dann hatte ich einen Bitcoin, habe ich viermal gegen Wand gefahren, habe den Rest ein bisschen Dings in Ripple gelassen, auch viermal gegen Wand gefahren. Jetzt habe ich alles in Solana umgewechselt, 6.500 Euro habe ich noch. Aha. Und ich werde die morgen sowas von gegen die Wand fahren. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Krypto-Scheiße, Alter. Ich will nicht mal wissen, dass ich da noch was habe. Ja, und was ist, wenn du auf einmal morgen Plus machst? Dann bleibst du doch drin? Ja, dann bleibe ich drin, Bruder, aber wenn nicht, dann nicht. Okay. Mein Ziel ist so, ich will damit so 40k machen. Hoffentlich, inshallah. Was willst du mit 40k machen? Dann nehme ich 30 raus. Ich will mir jetzt ein Haus kaufen, weißt du, nehme ich 30 raus. Was 10 drin, spiele ich noch ein bisschen damit. Boah, ich will neue Fliesen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Krypto-Scheiße, Alter, ja. Alles verarscht, Bruder, das ist richtig Gambeln geworden, Bruder. Es gibt nicht ein richtiges Projekt, Alter. Die labern immer Projekte, Junge, das ist alles verarscht, ja. Wie viel kostet eine Kreditanzahlung, wenn man sich ein Haus von dem Mio holt? Das ist, wie, das kommt drauf an. Achso, mein Zinsen meinst du? In der Regel läuft das über 90-10 Finanzierung. 10% Selbstbeteiligung, 90% Finanzierung. Aber du musst jetzt überlegen: 12% kommt drauf bei 1 Million. Das sind 200.000, was sollst du selber machen? Ja, 200.000 bei 1 Million. Mit 150, zwischen 150 und 200.000 Euro solltest du auf jeden Fall Eigenkapital haben. Aber er könnte auch mit mehr rein, logischerweise. Dann zahlt er. Ja, kannst du auch mit mehr rein, aber das. Aber ich will ja keine Bitcoins auszahlen, Digga. Das ist mein Problem, ja. Ja, aber wieso willst du denn Bitcoins auszahlen? Ein Bitcoin gegen eine Immobilie zu tauschen ist gut, weil egal wie der Bitcoin steigt, Bruder, du wohnst nicht in diesem Bitcoin, weißt du? Aber in der Immobilie lebst du, Bruder, da wohnst du. Das ist nicht nur die Immobilie steigt, nicht nur dein Grundstück steigt, nicht nur du hast eine gute Wertkapitalanlage, sondern du lebst da, Bruder, du machst es zu deinem Lifestyle. Deshalb, wenn du eine Immobilie kaufst, wo du drinnen lebst, das ist das Wertvollste überhaupt in deinem Leben, Digga. Probieren Schlaus Investitionen. Also ich sag ja. Wie viel ist gerade der Bitcoin? 60. 60. Oder ich würde auch, also. Oder du schüttest dir halt was von der Firma aus oder so. Bruder, er kann ja Bitcoin verkaufen, er kann sein Haus kaufen, erstmal da drinnen leben und dann ist kann er. Sein Haus ist sowieso, Bitcoin Bruder. Wird er jetzt nicht dieses Jahr auf 100.000 steigen oder 300.000. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und man kann Bitcoin verkaufen, man kauft das Haus, das was wichtig ist gerade. Und dann mit dem Geld, was du jetzt noch verdienst, kaufst du dann wieder Bitcoin. 100 Millionen Prozent. Ja, na, als ob der morgen auf 100.000 steigt. Und du hast ja gerade ausgerechnet, wenn 1 Million, dann hast du 200.000 Eigenkapital. Ja, ich sag's, kriege ich auch so zusammen, glaube ich. Ja, so, mit, wenn du dir ein bisschen ausschüttest von der Firma, dies, das. Ja, wenn ich noch. So. Hast du Steuerkonto? Was heißt Steuerkonto? Also hast du ein Konto, wo du nur Geld drauf lässt für Steuern oder lässt du einfach auf deine Bank? Ja, ich lasse auf meine Bank. Ja, hast du? Auch aktuell. Nee, ich bin auch aber aktuell. Aber ist das nicht dumm? Nein, ist nicht dumm. Ist ja gleich, scheißegal, aber. Ja wegen Gebühren zahlt man dann nicht irgendwie mehr Gebühren bei 10k oder so, habe ich mitbekommen? Oder bei 100k? Guck mal, ich lege nie was zur Seite. Ich arbeite mit dem Geld auch. Und, ja? Also ich arbeitest du auch mit deinem Steuergeld? Ja, ja. Stark, okay. Aber nicht so, dass ich. Ja, so, ja, klar, man nicht weiß schon, weißt du, ich meine, ja, man ja, weiß ja schon, was man behalten muss. So. Immer Hälfte. Ich geh nie auf man Null, rechnet Bruder. Immer mit Hälfte. Hälfte. Ja. Ja. Aber wenn zum Beispiel was Wichtiges ansteht, keine Ahnung, zum Beispiel, du musst was Wichtiges kaufen, ja, dann kaufe ich das erstmal und ich weiß ja, wann Steuern kommen, Bruder. Steuern kommt ja nicht von heute auf morgen. Du kannst das ja irgendwo einschätzen. Du weißt ja irgendwann, was kommt. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt
ich will ein Auto kaufen für 50.000, mhm. aber ich habe nur 50.000 Steuern oder ich bekomme aber trotzdem jeden Monat Geld. Ja, ja, ja. Dann denke ich mir, okay, scheiß drauf, ich muss das jetzt kaufen. Und dann hast du halt nichts. Für die nächsten drei Monate. Genau. Die nächsten drei Monate mache ich dann nichts, weißt du? Genau. So mäßig. Genau. Ja, nee, ich habe irgendwas mal mitbekommen, Bruder. Ich hab voll Schiss gehabt, Geld immer auf der Bank zu lassen. Nein, Mann, das wegen, ist Politik, wegen, diese. Oder dachte, wegen irgendwas mit Gebühren und sonst was, ich Bruder. Ich dachte früher auch, niemals Geld auf der Bank lassen, ist unsicher und so, aber Bruder. Also du kannst das nicht bar auszahlen und bei dir zu Hause. Das ja, nein, das auch nicht, aber also Gold ist zum Beispiel. Gold ist, ja. Ich weißt bin du? Ein Bastard, Bruder. Gold ist so heftig. Bruder, hör auf, bitte darüber auch zu reden. Ich schwöre. Anfang des Jahres. Zum Glück habe ich eine Pennerkette gekauft, so 29 Gramm war das oder so. Ich schwöre wenigstens das, Mann. Bruder, Anfang des Jahres war es auf 50 oder so, jetzt ist es auf 68 oder so. Bruder, Anfang des Jahres war es auf 50. Digga, war und ich wollte einen Barren holen, Bruder. Ich wollte einen, nicht einen Barren, einen, so, wie Dings, nennt man das? Nein, Dings. Ja, wie Goldstück heißt, so. Münzen. Gold, ja, dieses auf, wie viel Gramm sind das, Chat? Ich glaube. 100 Gramm oder so? Ist einfach, es ist eine Rech... Warte mal, Bruder, ich schwöre. 5000 Euro, eine Unze. Gramm. Was ist eine Unze? Wie viel Gramm sind das nochmal? 100? Nein, kein Nugget. Eine Unze. Eine Unze sind, glaube ich, 100 Gramm. Davon wollte ich mir zwei holen. Eine Unze sind 28. Ja, irgendwas so, keine Ahnung. Ich wollte da Geld reinlegen und ich wusste, das steigt. Das ist so dumm gewesen. Ja, wenn man echt zu viel Geld hat, dann würde sich sogar Gold lohnen, weil Gold ist jetzt auch nicht etwas. Das war schon Glück, was jetzt passiert ist, dass es so dick gestiegen ist. Ja, ja, 100%. Aber Gold sinkt auf jeden Fall nie. Es hat nicht so ein krassen Steigerungspotenzial, aber es sinkt wenigstens nicht. Oder ich schwöre, es hat schon. Also, Bruder, stell dir das doch mal vor, Mert. Ja, oder ich es meine, war das war Glück, ja, ja, dass es so steigt. Ja, klar, ja, 100%. Aber in der Regel, das ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt kaufst, dass das direkt wieder so steigt. Also, weißt sinken tut es auf gar kein, also fast gar keinen Fall. Weil das man kriegt nie. Nicht immer, es kommt nein, nicht Gold immer mehr sinkt Gold. Gold sinkt nicht. Es kommt nicht immer mehr Gold in Ding. Hier, Chat, guck mal. Hier, 56 war es Juni. 2023. Ja, genau, hier so ungefähr. Und guck mal, wie es Alter Bruder, wie es geschallert ist nach oben. Oh. Bruder, es ist von 56 kurz auf 72 hoch. Ist runtergefallen von 72? Nee, und dann 72 bisschen so Stück für Stück. Also jetzt auf 70 ungefähr. Echt? Ey, das ist so dumm, ich schwöre. Jetzt auf 70 wieder. Von wie viel? Von wie viel? Bruder, von 56 auf 72 hoch. Gold, Bruder, Gold. Red mal von. Zeig mal 10 Jahre, zeig mal 10 Jahre, die letzten 10 Jahre. Ja, die letzten 10 Jahre ist Bruder auf 30 gewesen, ja. Das war immer Ding. Ist ja, immer gestiegen. Gold steigt immer. Zeig mal Max. Ich weiß noch, wo 30.000 war, Bruder, ein Ding. Ja. Ja. War auf 10, Bruder. Genau. War auf 10. Guck mal, das war. Ja, okay, das war 78. 78, zack, zack, zack. Und dann ist es einmal 2013 gestiegen. Bruder, Gold ist so unterschätzbar. Also für Leute, die nicht ein paar Millionen investieren wollen, sondern echt so 10, 15k ist Gold perfekt. Gold ist so perfekt. Wie viel kostet denn ein Kilo? Ja, 70.000 dann. Ja. Ist der ja. Kilopreis, die 70. Ja. Also man holt ja immer Unzen. Man holt immer Unzen, das ist diese kleine Ding. So ein kleiner Viereck. Ich habe mir nur deswegen eine Goldkette gekauft. Zum Glück habe ich die gekauft. Aber einfach. Ziehst du die auch an? Oder ja, lässt du die einfach? Nee, ab und zu ziehst du die an. Ah, ja, ja. Also Ding. Ja, Bruder, Goldkette, Goldarmband, aber ich schwöre, du brauchst halt auch einen guten Händler. Das ist halt das Problem. Ja, wir haben einen in der Türkei, der hat uns das schon zu guten Preis gegeben. Oh, du hast einen in der Türkei?
Ja. Das nochmal anders, Bruder. Meine Mutter hat das schon mein ganzes Leben lang schon eingekauft. Das oh, Ding. Schön. Das ist geil. Hier in Deutschland willst du noch so ein bisschen, kriegst einen Nackenklatscher hinterher, oder, aber egal. 42 Kids, 72 Kids landen, wie krass ist dieser Aiden in Warzone? Gold Kurs, aber ich würde gerne den Kurs auf Google sehen. Warum gibt's den nicht, Chat? In Euro, aber was ist das? Ach, guck mal hier, eine Unze, 31,1 Gramm sind 2.500. 2.500? Ja. 31, Gramm? Ja. Ich habe meine Kette gekauft, die ist 30 Gramm für 1.000 Euro. Nein! Ich schwöre. Die ist so 29 Gramm oder so. Ja, 29 Gramm. Ist genau fast eine Unze, also 31 stimmt eigentlich gar nicht. Und bei mir kommt ja sogar noch Dings dazu. Bei Ketten kommt ja nochmal Arbeitsdings, Arbeitgebühr oben drauf, weil eine Unze ist ja reines Gold. Reine Viereck, ja. Aber Mutter, warte mal, wie viel Karat ist diese Unze? Ach so, das ist diese 100, dieses 999, ne? Dieses 99,99%. Müsste, ja, Feingold. Ja, okay, Feingold. Meine ist ja, keine Ahnung, meine ist 18 Karat. Das ist ja nicht 100%, das ist 75%, glaube ich. 18 Karat. Deswegen ist das günstiger. Goldpreis. Also 18 Karat ist gerade. Hä? 18 Karat hier sind 49 Euro pro Gramm. Nein, 49. Und weißt du, wo ich gekauft habe? Da 29 war bei 20 mal. War bei 39, glaube ich. Oder ja, easy. 32. Hier 4 Scheine hast du plus gemacht. Bis 400. Jetzt. Plus deine Arbeitskosten noch. Ja, sagst du, deine 5 Scheine vielleicht. 5, 6 Scheine. Geil. Ja, genau. Geil. Ja, ich muss mich damit echt morgen, ich muss mich mal morgen damit befassen. Nein, jetzt ist schon Mutter gefickt, Bruder. Sagst du? Ja. Oder es lohnt sich immer, Gold zu holen. Es wird nicht sinken. Ja, hast du auch recht. Aber weißt du? Ja. Glaub mir. Gold wird nie ding. Wenn es halt wieder darauf kommt, dass es so passiert. Ich finde, aktuell Uhren könnte man, also Rolex könnte man aktuell gut kaufen, weil der Markt ist gerade ein bisschen gefickt, ja, was Uhren angeht. Uhren habe ich Angst, Bruder. Uhren bin ich nicht. Ist schon so gerade weit unten, ja, wird nicht günstiger, ja. Maximal machst du plus minus null. Oh, Rolex ist runter? Ja, ist gerade Dings. Wenn du gebraucht kaufst, ist sie auf jeden Fall günstiger geworden. Alle Uhren. Aber vor Uhren habe ich sehr Respekt, Bruder. Aber Rolex brauchst du keine Angst haben. Doch, bis 100 Millionen %. Nein, Bruder, glaub mir. Gar keine Angst? Nein, brauchst du gar keine Angst haben. Ab, natürlich bei Frauen Rolex, die sind Penner, Bruder, aber ab. So Frauen Rolex? Ja, Frauen Rolex sind Penner, Digga. Ja, nee, ich rede jetzt von hier. Nee, Fälschers. So 41 mm brauchst du keine Angst haben, wenn du gebraucht denkst, die gute holst. Okay. Weil die sind gerade schon Tiefpreis, noch weniger wird das nicht. Ja, Chronex habe ich gehört, ist keine gute Seite. Aber. Doch, eine gute Seite. Chronex ist eine gute Seite? Gut. Ja. Ah, ich hab. Ja. Sehr gemeint, das ist keine gute Seite. Ja, Bruder. Aber ich glaube, dann hole ich lieber Feingold anstatt Ding, Bruder. Uhr. Ja, klar. Ja. Hast du selber noch eine Rolex, Matt? Ich hab eine, aber ich ziehe die nicht an. Ich hab. Ja, verschlossen, Ding. Einfach so verkaufen. Ja. Du bist gar nicht Uhren, gell? Nee. Bei dir ist full, du bist voll auf Ding. Auch Gold gar nicht, ne? Nee, ich bin voll Krypto. Ja, Mann. Full Krypto, ja, Mann. Ich würde auch so gerne. Ich hab mein Geld investiert in Krypto, Digga. Bruder, ich werd morgen so die Firma gegen Wand fahren. Ich hab mein ganzes, Digga, ich hab bei 39.000 Euro Bitcoins gekauft, ich hab bei 35.000 Bitcoins gekauft, ich hab bei 15.000 Bitcoins gekauft, bei 20.000. Bei 15.000 hast du gekauft? Ja. Bitcoin. Hast du immer eine gekauft oder hast du auch mal eine halbe geholt? Auch mal eine halbe, immer so. Auch mal eine halbe, Alter. Hm? Guck mal, jetzt ist wieder runtergegangen. Würdest du jetzt nicht sagen, es lohnt sich, eine halbe zu holen? Wie viel ist gerade Bitcoin? 58. 59. 59. Würdest du jetzt nicht sagen, dass eine halbe sich lohnt? Bruder, es lohnt sich immer, wenn man auf Langzeit denkt, sag ich. Ja, aber halt Geld, was man gerade nicht so braucht.
Ich komm grad auf, boah, das ist so viel grad. Ich kann beim Auszahlen kommen so viele Steuern drauf. Nein, Chat, ich hab die alle über ein Jahr her. Dass ich die gekauft hab. 0% Steuern. Ein Jahr ist doch 0%. Ah. Doch 0. Kann sein, morgen Knast oder so, Bruder. Kann sein, du fährst morgen Firma gegen Wand, Matt? War hart. Kann sein, nicht Familie, Bruder, morgen. Ihr bringt mich gerade auf den Gedanken, Bruder. Was mit diese. Kann sein, ich Familie. Boah, ich hätte so Angst vor Altcoins, Digga. Was Altcoins? Was oder so Altcoins? Meme-Coins halt. Ich werde nicht in ein Meme reingehen. Ich werde in ein Scammer-Coin reingehen morgen. Ich werde morgen in einen fetten Scammer-Coin reingehen, Digga. In so ein Lüge-Coin, Digga. Ich schwör's dir, Alter. Lüge-Coin. Richtig Lüge-Coin, Digga. Scheißegal, aber ne. Fick ich Ripple auch und deren Gerichtstermin. Einfach Coin gegen Wand fahren, ja. Immer an die Wand, Alter, einfach. Was ist das für eine Marke? Schuhmarke. Girard Perregrin Français. Was ist das, Junge? Was ist das für eine Uhrmarke? Girard Perregrin. Warum ist die auch so teuer? Audemars Piguet? Nee. Girard Perregrin. Ach, Junge, keine Ahnung, was das für eine Scammer-Marke ist, ja. Scammer-Marke. Die Patek Philippe Wisch, Alter. Patek Philippe und Rolex zusammen, AP, oder? Die haben ein Ding. Keine Ahnung, ja. Das Verarsche. Größte Verarschen sind immer Uhren, die, Bruder, die, wie heißt diese? Nicht, Breitling, Bruder. Bruder, da kaufst du eine Uhr für 5.000 und die ist einfach 6 Euro wert danach. Walla, Breitling, ich glaube nur so hardcore Autostatürken getragen, Breitling. Bruder, ich schwöre, du, man, es gibt breite Hose. Ja, Bruder. Bruder, kennst du diese Breitling, dein halber Arm, guck, dein, Bruder, diese Wand, diese Uhr kannst du an Wand stellen, Bruder, du kannst sie ablesen. Yeah. Kennst du diese Türken, die diese an Wand diese Uhr hatten, diese Breitling-Uhr, diese Plastik? Walla, als Kind, man fand krass. Voll 1 Euro schon oder so, ja. Walla, als Kind, man fand krass. Über heftig, Bruder. Über heftig, aber ich sag Breitling, also das ist echt, das, ich weiß nicht, warum man die Uhr holt. 5.000 und das ist danach ist weg. Also, die holt man echt nur, wenn man Fan von Breitling ist. Ja, aber wenn du so überlegst, ist Breitling eigentlich schon eine heftige Marke. Ne? Heftige Marke, aber die, ich weiß nicht, warum die nicht wertstabil ist. Ich weiß es nicht, wieso. Die Uhr ist auch richtig rum, also die ist schon stabil auch. Aber die hält halt einfach keinen Wert. Guck mal, seit 1804. Keine Brille an, 84. Das ist heftig. Ich sag dir, beste Uhr, Bruder, ohne viel Plemplem und dies, das, ist eine Ding, Apple Watch, Bruder. Hm. Ich kann alles, ich kann sogar so Filter machen, da ist Breitling drauf. Das ist ohne Kopfschmerzen und nichts. Schau mal nach richtigem Modell. Janis, Markenbotschafter bei Breitling. Lol. Wer ist Janis? Antetokounmpo, der bei Ding spielt. Wer? Bax, NBA-Spieler. Ah, der griechische Junge. Boah, Markenbotschafter bei Breitling, Bruder. Da sage ich nichts mehr, Bruder. Da sage ich jeder runter. Kleine Ronaldo wird die Marke retten, ja, bitte. Und die machen Diamanten drauf, diese 80s. Aber ich schwöre, die ist schön. Aber Bruder, für 10.000 kriege ich eine Rolex, die ist genauso ohne diese Diamanten. Ich würde diese Uhr nicht mal meiner Mutter checken, was da ist. Da, ja. Was ist eure, wenn ihr euch eine Rolex aussuchen könntet? Jetzt Day-Date. Mal ehrlich. Day-Date. Was ist Day-Date? Day-Date, Full Chocolate. Guck mal, ich hab Rolex, seine Mutter. Ich hab Rolex geschrieben. Rolex selber. Rolex. Day-Date. Day-Date, Full Chocolate. Full Chocolate? Ja.
Was ist das für ein Charakter, Bruder? Brauchst du noch ein Zigarre im Mund, Bruder? Was ist das für ein Farbe, Bruder? Das gefälschte Dings, was du gut hast. Ja, hier. Nein. Nicht? Also, ja. Gib mal ein Sky Dweller. Rolex, Day-Date, Sky Dweller. Ja, Rolex, nein, nicht Day-Date. Rolex, Sky Dweller, Full Rosé. Also jetzt einmal Rolex, Sky Dweller. Ja, Sky Dweller, Rosé Rose Gold. Ja, Rose. Das ist hier, die hier? Ne, die ist wieder der Scammer. Hier. Boah, Bruder, was ist das für ein Preis? Da drauf. Das ist der Vater von den Uhren, Digga. Was ist das für ein... Was ist für ein Uhrland? Warte, ich will mal Ziffernblatt... Was ist das für ein... In ein Uhr ist noch eine Uhr, oder was ist das? Datum? Das Datum. Ja, und das nochmal Datum. Ne, das ist... Ja, das ist oder heftig, Alter. Alter, du bist... Das ist ja ein richtige... Du fragst immer Leute was und dann entdeckst du immer was Neues. Die ist Gold, Bruder, die ist Gold. Die ist, du musst Rosé gucken. Die ist Gelb-Gold. Sieht ernst Arsch aus. Da rechts, rechts, eine rechts. Der hier? Nein, die für drei, ja, die für, ja, genau. Das ist die Vater, Vater. Bruder, was ist das für ein Bild, Bruder? Er hat das gemalt. Ja, das ist was ein ist denn, Digga? Gemalte Bild. Gib mal bei Google Bilder ein, ja. Warum nicht schon vorher so? 2024 Music. Oder hässlich auf jeden Fall, ist nicht meins, sagt er, also null. Ich glaube, würde ich geschenkt bekommen, würde ich zurückbringen. Rolex, was ist Daytona? Nein, nein, nicht Daytona. Ich glaube, das ist auch Day-Date, was du sagst. Blue Ziffernblatt. Boah, Bruder, das ist die schönste Uhr, die ich finde, Bruder. Das ist ganz chillige hier. Ach, was laberst du da, ja. Ich schwöre, ich liebe diese Uhr, Bruder. Und die ist nicht mal teuer. Die ist, glaube ich, 7K, 8K. Armani-Uhr, ja. Gib mal eine Armani-Uhr. Gib mal eine Armani-Uhr, yalla. Armani-Uhr, blaue Ziffernblatt. Guck mal, wie die Uhr kommt. Yalla, ja. Hier hast du bekommen, meine Uhr. Hier. Warte, aber... Bruder, meine allererste Uhr, die habe ich sogar noch. Bruder. Ich habe die Uhr sogar noch. Welche Uhr ist das? Wie heißt die? Fossil, Bruder. Boah. Wer dir die Uhr jetzt noch heutzutage schenkt, der mag dich nicht. Bruder, fast wie nur die Leute dachten, da ist das Rolex. Fossil Black, Bruder, ich schwöre, die wiegt halt auf jeden Fall so viel wie eine Ding. Hier, die hier, Bruder, die habe ich. Bruder, ich habe die eingesperrt, wie keine Ahnung was, gell? Eine auf so, wenn die jemand mir rippt, dann ist vorbei. Hier, boah, Bruder, aber ich habe die Uhr geliebt. Ich schwöre, ich habe die geliebt. Weißt du, welche Uhr ich damals, Armani mit gefälschte Armani-Uhren habe ich gehandelt. Ehrlich? Mal kurz links. Ja, gib mal ein Armani-Uhr. Ja. Gib mal ein. Nur Armani-Uhr? Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich muss kurz gucken. 100% die. Das ist auch so eine Standard-Armani-Uhr. Nein, fast. Das ist immer so diese... Geh mal runter. Die kenne ich auch. Marc hatte mir eine Uhr gezeigt, die fand ich richtig schick, Alter. Hast du einen Namen? Muss gucken gerade. Wo war das nochmal? So eine vielleicht, Mert? Oder es gibt viele Armani, es gibt nicht so Dinge. Das muss schon ein Standard-Armani sein. Warte mal kurz, warte. Ja, richtig geil aus, Bruder. Gefälscht. Ja, die hier? Schau, welche? Die blaue hier? Diese war das hier. Die hier, Mama, vielleicht? Keine Ahnung, wie die heißt, Chat. Sag mal, geh mal ein bisschen zurück, man sieht da nichts. Von mir oder von Rohr, sagst du? Komm doch. Sag mal, Rohr. Das ist ein Hublot? Komm doch. Ich bin da. Oh, warte. Mann. Das ist ein Hublot? Oder drück mal. Kein Bock jetzt. Oder ein Charading. Schick mal WhatsApp, Alter. Schick, ich zeig. Na, heftig. Ah, er zeigt eine verschwommene. Habt ihr geschickt? Oder ich glaube, diese gefälschte Armani gibt's gar nicht in Original. Oh, die ist echt schön. Oh. Oder ich finde, was ist das, diese Audemars Piguet? Zeig mal. Audemars Piguet. Oder die ist auch wunderschön. Ich mag Audemars Piguet, ich mag den Aufbau von Audemars.
Sag mal diese 80 Uhr. Ja, die ist krass, aber diese ganze Glitzermütze, was ist das für eine Chreia? Doch, Bruder, ich feier auch ein bisschen Glitzer, ach, gehört schon ein bisschen. Mann, bisschen Blam, Blam, bisschen Glack, Glack. Bruder, aber weißt du, welchen Hype ich nicht, weißt du, welchen Hype ich nicht verstanden hab? Fehlt nur noch glitzernde High Heels. Und ein gelber Tanga. Warte mal. Rolex. Du gelbe Tanga, noch nie gelbe Tanga gesehen, Digga. Gibt's gelbe Tanga? Bruder, diese Neon-Tanga. Diese neongelbe Tanga. Warte mal, wie heißt der? Rolex. Gibt's gelbe Tanga, sagt er. Der zieht einfach Glitzeruhr an, Alter. Ja, Walla. Bruder, was ist das, ja? Gibt's gelbe Tanga, Bruder? Ich hab auch noch nie einen gelben Tanga gesehen, ehrlich gesagt. Digga, gelbe Tanga. Gibt's gelbe Unterhose? Noch nie gelbe Unterhose gesehen. Gott, ich gebe mal eine gelbe Unterhose. Ich Müll, Digga. Gelbe Unterhose? Doch, Bruder, gibt's schon viel, ja. Ich konfiguriere jetzt meine Lieblings-Rolex, Digga. Rolex, wie heißt die mit Vollding, Chat? Wie heißt das mit viel, Kann man sich selber eine Rolex konfigurieren? Ja, Bruder. Das ist das Geile, Digga. Jakob und Co. kenne ich, Bruder. Jakob und Co. habe ich auch schon mal gehört. Jacob und Co., ja. Jacob und Co., ja, ja. Ich habe auch irgendwas gehört, die ist auch... Ja, dieser Mann, der hat sogar Ronaldo. Warte, Jacob und Uhr, Ronaldo. Der hat sogar Ronaldo mal eine Uhr gemacht. Und diese Ohren auch, wie geil. Ja, ja, Bruder, das ist... Das ist einfach Ronaldo mal die Uhr genau gemacht. Das ist die, Digga. Und ich glaube sogar, Ding hat sie, Speed hat sie. Ja, 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 ich weiß. Was Speed hat die? Von Aiden geschenkt bekommen. Damit. Genau. Aiden hat die Ronaldo-Uhr geschenkt. Die ist auch 200k wert oder so. Diese Dings, diese Richard Mill? Ne, ja, Jacob und Co. Ja, ah, die kostet ja. 75k. Hier, der Mann ist auch ein richtige Maschine, dieser Mann. Was ist für eine 80 Uhr? Hier. Der Typ, der macht, glaube ich, jede Uhr, ich glaube, jede Uhr ist ein Ding. Glaube ich, jede Uhr ist ein Einzelstück. Voll der 80, Mann. Boah, Bruder, zeig mal die richtig teure Uhren auch, ne? Wer, Jacob und Co.? Ja. Preise. Und wir gehen mal hier. Oha, guck mal, der hat für 500.000 hat er eine Uhr. Nein, 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 mehr auch. Mehrere Millionen hat er auch. Nein, nein, niemals. Doch, doch. Es gibt schon Uhren, die kosten mehrere Millionen. Oder nicht, Chat? 800.000? Was? Kann man nicht mehr konfigurieren, Digga? Was ist das für ein hässliches Bild auch, was die gemacht haben? Wie hat gerade sein Bild, was nicht fokussiert hat? Guck's dir mal an. Guck mal, Floyd Mayweather, das ist seine Uhrensammlung an. Chat, kennt ihr? Seine Uhrensammlung? Ja. Oder ich gehe auf irgendwann gecrackte Seiten, Bruder. Oh, ich habe Angst, dass gleich so Porno hochding kommt, Bruder. Okay. Der hat doch so ein YouTube-Video damit, oder nicht? Oh, Bruder. Tschüss. Blau auch geil, ne? Ja, aber das ist krank. Was? 18 Millionen? Ja, was labert der für eine Scheiße? Ja. 18 Millionen. Die Uhr soll 18 Millionen kosten, diese Charabe. Ja, aber es hat nichts mehr mit Uhr zu tun, Bruder. Ey, meint ihr, diese Mayweather gegen Mois war immer Daphnis? Natürlich. Ja, ja. Ja, Mann, ne? Ja. Egal, mit sowas darf nichts machen, ja. Sag, ach, irgendein Kanaka-Kollege hat ihn gesagt, Bruder, ich hab den letzten U-Bahn gesehen, der Bock nicht zu kämpfen. Ja, ja. Ey, diese Code, funktioniert das noch, was du mir geschickt hast? Diese 80-Code? Ja, natürlich soll funktionieren, Bruder, warum nicht? Ich hab schon runtergeladen, Bruder, bei mir ist schon ein Ding. Boah, ich sag krass. Ey, ich hab, Bruder.
Ich hab so Bock auf Berlin. Ich schwöre, ich will einfach die. Ich will. Ich will, dass das Maus auch kommt, Bruder. Ich will, dass Maus auch kommt. Was zählt? 3 Tagen, Digga. Nein. Doch 3 Tage, ja, aber ob. Ja, stimmt. Am Mittwoch. Ja, Bruder, ich will einfach, ich will, ich schwöre, ich nehme mir ein Zimmer. So. Wann ist das nochmal? Am 27. Donnerstag. Um wie viel Uhr geht das los? Bruder, du fragst den Falschen, ich schwöre, du fragst. Du musst ein Abo oder Breinberg fragen. Du fragst immer einen. Mittags so. Mittags? Also 16 Uhr, glaube ich. Hat gerade einfach nur random gesagt, Bruder. Kann auch 19 Uhr sein. Wie lange dauert das? Mach euch Tickets-Chat. Warte, ich mach. Wie lange dauert das? Mach mal Tickets-Chat, ja. Pennst du nicht dort, Matt? Ich bin doch dort, Junge, ich lebe dort. Ja, ja, aber also pennst du Hotel oder auf solche Hotel schlafen, Junge. Oder das ist diese, weißt du, diese lustige Nächte. Hä? Das ist diese lustige Nächte. Boah, Bruder. Dicke Halle, ne? Guck mal. Aha, da steht. Oder du bist in einem Käfig, Bruder, du bist in ein. In diese Harbor? Ja, ja. Krank, ne? Boah, 8 Stunden geht das. Ah, 15 Uhr fängt's an. Also 15 Uhr für die Zuschauer, das heißt so 16 Uhr. Boah, schlecht, geil, Alter. Mann. Ja, schlechter Call. Ja, ich schwöre, wenn ihr alle nur, wenn, Bruder, Roat, wie lange bist du da? Wenn ihr nur einen Tag, dann lohnt sich nicht, dann komm, also. Oder ich fahr schon ein Jahr. Wie lange fährst du denn? Ich fahr 8 Stunden. Nach Berlin? Mama. Ja. Wo wohnst du denn, dass du 8 Stunden nach Berlin fährst? Freiburg. Was laberst du? Mit Zug. Ja. Nein, Mann, du bist kacke, du laberst scheiße. Bruder, bist du dumm, Alter? Nach Hamburg zu dir bin ich 9 Stunden, 10 Stunden gefahren. Bruder, warum machst du sowas? Warte mal. Bruder, ich feier sowas, ich mag sowas. Warte mal. Dann komm doch lieber mit Flug. Ja, ich wollte mit Flug, aber unser Flughafen ist eine Stunde von mir, Bruder. Also vielleicht fliege ich hin und... Freiburg nach Berlin kostet dort nicht 7 Stunden, Bruder. Oder 8 Stunden, was hast du gesagt? Oder du... Doch, 8 Stunden? Egal, wo du hingehst in Deutschland, dauert nicht 7 Stunden, Mann. Ich höre dir, Bruder, was redest Jungs, du hier? Bitte. 6 Stunden Bahn, Digga, was laberst du? Was laberst du 6 Stunden? Das über Nacht 4 Uhr mit einem Junkie, Bruder, was... Nein, Mann, Bruder, hier... Was labert der Typ, Digga? Er sagt, wann? Oder ich bin 8 Stunden gefahren, wie was laberst du? Ich fahr doch immer nach Berlin. Er sagt, jo, nee, weil du fliegst, musst irgendein Flüchtlingsbus. Nein, Bruder. Nein, Bruder, ich geh mal mit ICE, Bruder. Ich hab doch Bahncard sogar. Er sagt mir, ich geh. Alles, werf mich in diese Container rein. Blablabla, 5 Euro am Monat, weil ich den Piech ist damit gefahren, Digga. Irgendein Schwanz hat dich mitgenommen, Bruder. Ich schwöre, Digga. An Seite, Bruder, mit Daumen hoch wird er mitgenommen, Bruder. Ich schwöre, Digga. Beschwer dich, dass du 9 Stunden gefahren bist, Digga. Guck mal. Was er redet, Digga. Ja, Bruder, jetzt zum Beispiel, wenn ich am... Ich will zum Beispiel nicht Mittwoch fahren, ich will Dienstag fahren. Weißt du, weil Mittwoch... Eine Woche vorher einfach da sein. Nee, Donnerstag ist ja das Turnier, ich will Mittwoch hinfahren. Ja. Weil Robert muss ja auch einen Tag schon vorher da sein. Warte, jetzt guck ich mal. Aber ich kann sogar am PC machen, was mach ich an Handy? Gänsehaut. Aber warte, ich hab Angst wegen Ding. Ich war noch einmal angemeldet. Einmal schlägt mein Vater. Ey, ich muss gewinnen, Digga. 5.000 Euro würde ich schmecken, ich sag dir ehrlich. 5.000? 25.000, Junge. Ja, ich krieg doch 5.000 nur, wenn ich gewinne. Ah, stimmt. Ja, Mann, die 5.000 würden wirklich schmecken. Sag dir ehrlich, ich bräuchte das Geld sogar. Ich auch, mir geht's. So. Ja, 51 hat immer 20.000 Euro gekostet. Mittwoch würde ich fahren. Mann, lass mir 5.30 Uhr. Überleg mal, 20.000 6 Euro. Lang. Ja, okay, ich habe übertrieben, Bruder. 8 Stunden, war 6 Stunden 30. Hey, Chad, soll ich 40. zum Bäcker gehen, ja oder Stunden. Nein? Ihr entscheidet. Was habe ich heute gegessen? Ihr wart heute den ganzen Tag mit was mir. Was ist teuer? 6 Stunden ist teuer, Bruder. Nein, das ist Scam, Bruder. Ich meine, 6 Stunden ist viel. Für mich nicht, Bruder, ich sag dir ehrlich. Was laberst du da, Bruder? Wallah, für mich nicht. Ich hab richtig Spaß, Bruder. Ich bin voll so... Der Max Flischi dann, Digga. Das ist Bruder, küss Boah, deine Augen. Die 7 Stunden. Das ist ganz so ist nicht. Bruder, ich sag dir, das ist für mich nichts. Bruder, bitte. Wallah, das ist nichts für mich, Bruder. 6 Stunden, ich genieß, Bruder. Ich hab Laptop. Bruder, was genießt du im Zug? Laptop, Bruder. Ich mach so ein paar Sachen an Laptop. Ich guck Filme und so, dann bin ich da. Dumm, Digga. Ich sag dir, zu... Bruder,
Bruder, ist das geil. Er sagt eigentlich nichts zum Zug, er sagt, du bist Max Flüschi. Warte. Bruder, sechs Stunden Zug, Abo. Koko Chemnitz, warte mal kurz. Warte mal kurz, sagen wir mal, Chemnitz war ich morgen. Bruder, Chemnitz war auch lange. Guck mal, 7,5 Stunden, Bruder. Bin ich nach Chemnitz 8 Stunden. Aber Chemnitz ist sogar relativ zentral, Deutschland. Bruder, für mich ist nicht zentral. Was redest du da? Ich bin in Freiburg, ganz unten. Ich weiß, was wir machen. Köln sind sogar 4 Stunden von mir, ja, sag. Ey, Digga, wir machen irgendwas. Warte mal, Freiburg, also wir machen links, irgendwas. Chemnitz irgendwie. Ist schon relativ zentral. Ja, aber Bruder, ich will, dass du auf jeden Fall einen Tag am Start bist. Also, dass du vielleicht, wenn du das zu Hause pennst, dass du dann wieder kommst. Wie? Ja, dass wir am nächsten Tag dann auch noch was machen, was essen gehen oder so. Ach, Bruder, was ist denn essen gehen, Junge? Das ist alles auf nächste, ja. Bruder, Walla, stell euch vor einen Tag, Bruder, dann krieg ich richtig Klapse, Bruder. Dann bin öfter nach Freiburg gefahren, von Berlin aus, ist schon... Bruder, guck mal, von Stuttgart fliegen eine Stunde, ja, bist du dumm oder was? Ja, aber das, guck mal, Bruder, du verstehst, das lohnt sich nicht. Ich erkläre dir mal. Eine Stunde nach Stuttgart. Nein, zwei. Hör mir zu, ich fahre 2 Stunden nach Stuttgart. Da muss ich schon 1,5 Stunden auch vorher da sein. Das sind nochmal 3,5 Stunden. Dann fliege ich nochmal 1 Stunde. Das sind 4. Ja, wegen 1,5 Stunden bei Influg ohne Gepäck musst du nicht 1,5 Stunden. Ich bin sicher. Ich hab diese Schaden von meinen Eltern, Bruder. Ich bin diese mit Brot, habe ich schon. Bruder, okay, und ich sage dir, was du machen musst. Ja. Du machst Online-Check-In schon, du musst 1/2 Stunde vorher da einfach reingehen, Digga. Bruder, ich finde schon jemanden. Flieg doch von Basel aus. Ich finde schon, warte mal, ich finde 100% meinen Kollegen, der Fernbus. Was ist Basel? Wie viele Kilometer ist Basel von dir? 60. Ja, ist 1 Stunde. Aber ja. Wie lange brauchst du mit Auto von Freiburg nach Dings? Nach Berlin mit Auto? Dann sind es echt 8 Stunden. Was? Guck mal, denkst du das? Oder das ist Autobahn? Oder geh mal bitte Google Maps, ohne deinen Arsch zu liegen. Voilà, warte mal. Sag mal kurz Freiburg. Bruder, da kommt Freiburg. Jetzt Tom, Bruder, Steph, Bruder, seine Adresse, Bruder. Mit Haus, Walla, Bruder, mit Foto Jass, von ich schon auf meine Mutter, warte mal, ich hab Angst gerade, Bruder. Walla, ich hab Angst, was kann passieren, da kam ein Bild von meinem Vater, wo ein LKW saß, Bruder, warte mal. Bild von dieser Opa. Ich geh auf diese Chara-Seite, Bruder, warte, ich geh auf diese Fake-Ding. Gib mal ein Freiburg, Berlin, ich will einmal kurz gucken, Bruder. Das geht gar nicht, dass man egal von Deutschland. Und das ist ja die weiteste Stelle von Deutschland aus, Bruder, gefühlt. Nee, weiteste ist von München nach Hamburg. Oder bitte machen wir Navi einfach Freiburg, Berlin, ja, bitte, ja. Wallabila. Wo kommt dieses Wallabila her? Keine Ahnung, ich finde, das hört sich geil an, Digga. Bitte gib mal eine Sekunde, ich werde gerade nervös hier, Bruder. Warte mal. Bruder, du liegst nichts, Junge. Du musst nur Navi machen. Freiburg, Berlin, Bruder. Bruder, ja, bitte, Bruder, ja. Du hast doch eh schon ein Dedo bekommen, Janne. Was soll noch passieren? Walla, ja. Du heißt eh Yusuf Isa. Warte, Junge. Warte mal. Bitte, Bruder, warte kurz. Mit hier Fullcam und so, warte. Er hat Vater geliebt. War jetzt egal, Bruder. Wenn jetzt geleakt wird, ist es scheißegal, Bruder. Jetzt ist es nicht drin, Bruder. Ja, was soll passieren, Junge? Also. Okay. Komm mal auf jetzt. Ciao. Zeig mal. Geh mal ran. Geh mal rein jetzt. Geh mal rein. Hier. Geh mal rein in Freiburg. Okay, nicht so rein, warte, chill mal, geh mal runter. Warte mal, warum ist dieser Ping hier, Bruder? Okay, was ist das? Basel. Basel ist da, Zürich ist Basel, da. Hier ist Basel, hier, das ist mein Flughafen. Okay, warte, hier. Was ist diese Nancy oder Metz? Haben die auch Bahnhof? Hier gibt's, Bruder, gar nichts hier. Gar nichts. Das ist hier ein Flughafen, hier ist ein Flughafen und Stuttgart ist ein Flughafen. Bruder, wie weit ist Paris von dir, Bruder? 3 Stunden. Gänsehaut. Der braucht, okay, der braucht Basel, Zürich. Länger. Zürich hat auch Flughafen, ne? Zürich hat auch, aber es ist eine Stunde. Der Basel, guck mal jetzt, Skyscanner, geh mal ein Skyscanner, mach Basel, Berlin, Bruder. Da, ab 150 Euro. 20 Euro, Bruder. Nein, Mann, wie heißt diese andere, wie heißt das Orangene? Damit bin ich doch geflogen für 50 Euro. Bruder, Skyscanner. Nein, Mann, sag mal diese orangene EasyJet. Oh, 80, Skyscanner findet die günstigsten. Geh doch auf Skyscanner einfach, ja. 80, ja. Warte mal kurz. Der findet doch alle Anbieter, du 80-Kopf, Alter. Ja, meine Fresse. Warte doch mal, jetzt halt mal, bitte, warte mal kurz, schnauze jetzt ganz kurz. EasyJet fliegt nicht von jedem Flughafen zu jedem Flughafen. Ich bin damit nach Berlin geflogen.
Oh, macht er mir hier Probleme. Hier 50 Euro, hier 30 Euro. Bruder, ich hab... August, wann ist das? Hier Donnerstag. 72 Euro. Ja. Muss ja aber 26. Ah, stimmt, warte. Egal, komm, Donnerstag früh, aber wir klären das schon irgendwie. Machen wir 28. Aber... zurück. Ja. Warte mal. Jetzt nicht. So, hier 6.30 Uhr. Bevor mein, ja, mein Kollege auf Baustelle geht, hier, Bruder. Guck mal, eine Stunde, du schläfst, du stehst auf, du bist da. Was, ich schlafe, kann ich mein Laptop aufmachen, ich lande schon. Ich bin doch, ja, jetzt was? Letztes Mal, als ich nach Berlin geflogen bin. Warte, wann war ich in Berlin? Eine Frage jetzt. Du fliegst eine Stunde und Bruder, du hast kein Gepäck, gar nichts. Diese Dinger gehen so. Ja, ich jetzt bin doch geflogen, ist doch Mama Navi, Mama Navi, warte, geh mal zurück. Freiburg nach Basel, Mama Navi. Freiburg nach Basel, Mama Navi. Links, erst Tab. Mach Berlin weg, mach Basel rein. Oh, aber der hat schon mal sein Gesicht. Hat. Hier, fitsch mich noch. Bruder, du würdest... weißt du, wie du aussiehst? Walla, mach mal wieder Fullcam. Weißt du, wie du aussiehst? Ich schwöre, wie so einer, der so... Der hat gerade 8 Mile geguckt, der geht so zu Hip-Hop-Dance-Battle. Yo, ich will mit dabei sein, Alter. Mach mal deinen Kopf komplett nach links. Mach mal so deinen Kopf, dass dein Kinn genau mit Schulterhöhe ist. Komplett, dass dein Kinn auf der Schulter ist. So. Also. Warte. So, ich hab Delay. Nein, dein Kinn muss komplett Schulter, komplett nach rechts. Dreh deinen Kopf so weit wie möglich nach rechts. So. Ja, genau. Du findest genau so. Und jetzt guck mal zur Kamera. Guck mal Richtung, dreh dich mal jetzt Richtung Kamera. Nein, guck nach rechts, aber dreh dich so mit Schulter Richtung Kamera, dass du so bist. So. Ja, genau. Ja. Du würdest genau so. Du würdest durch diese Zelle passen einfach. Du könntest von deine Zelle ausführen. Kennst du an diese Zelle, wo links, wo diese Stangen sind? Das ist krank, Bruder. Diese von GTA. Warte. Zelle, die? Stange. Voila, Knasterzelle. Guck mal, was ich reingegeben habe. Boah, irgendein Arschloch habe ich da. Knastzelle, Stange. Knastzelle, Stange. Oder schreib schwedische Gardinen. Schwedische. Ey, du bist stecken geblieben. Nein, ich bin da. Das ist, Boah, was ist das für Kharab, oder? Ja. Lachen schon vergangen. Ne, ich weiß, was du meinst. Ohne diese Strich hier. Ohne diese Strich. Okay, ja, das ist halt Ding. 40 Minuten hier. Oder weißt du, wie es aussieht? Digga, wenn Youssef ein Allmann wäre und ein Seriencharakter wäre, ich schwöre 1:1, dass sie guckt dir das an. Butterfinger. Guck mir das an. Warte. Bruder. Wer ist dieser Ari? Butterfinger, der. Butterfinger, Bruder. Das ist Butterfinger. Digga. Ey, Bruder. Ja. Josef. Ja. Wenn du jetzt, du fährst und wenn du sogar schnell fährst, bist du eine halbe Stunde in Basel. Ja. Warst du 40 Minuten da, fliegst eine Stunde. Ja, du verkürzt das um die Hälfte. Fliegst deinen Weg dann. Aber ich schwöre, du denkst, das ist irgendwie. Für mich ist gar kein Problemzug. Ich hock da, Bruder. Ich bin voll in meinem Element. Ich erledige Sachen auf Laptop und so. Ich bin voll so Ding. Ja, klar, also guck mal, wenn du jetzt so rechnest, dass ich heute fliege, zum Beispiel morgen ist das Turnier, ich fliege morgen. Und übermorgen dann wieder zurück, dann ist Fliegen besser. Aber wenn es mit dem Zug und ich bin zwei Tage in Berlin, dann ist egal. Aber Bruder, Arsch zu geben, dann bin ich länger im Zug als irgendwie in Berlin unterwegs. Das ist dann schon schlimm. Ja, Bruder, ich glaube, jeder wird nach Hause gehen nach diesem Content, ja. Das frage ich mich gerade, Bruder. Ich schwöre, ich weiß nicht, ob das... Ich
Ich hab richtig Bock auf Berlin. Also ich weiß nicht, ja. Oder Flug wäre das einfachste, Alter. Dann Zuschauerzahl 666. Ey, also Bruder. Ist direkt von deiner Haustür. Naja, Feierabend, Jungs, ja. Ja, yalla, salam alaikum. Aber wie geil war das heute mit diesem Just Chatting und sonst was? Ach, war voll der Müll, Digga. Ich hab voll gefühlt, ich sag dir ehrlich, diese Gespräche, Bruder, das muss man öfter auf den. Ich hab das Gefühl, seit 3 Tagen, ich verarsche meinen Chat, Digga. Ich bin so komisch live, ja, ohne ein Spiel zu spielen irgendwie. Ja, aber ist geil, ich schwöre, ist geil. Aber auch mal so ein bisschen. Bruder, dann ist Fußball da. Du kannst ja richtig starten, Bruder. Du willst Fußballspiel gucken. Ich wollte auch Speedruns machen und nebenbei Spiel gucken, so. Ja, Mann, geht auch, ja, ja. Boah, 40.000 Zuschauer changing out me? Wer spielt das, Bruder? Chain together, du Schwanz. Was für was changing me out? Ja, warte mal. Ey, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich wurde verarscht, spielen nur 3 Leute. Jungs, ich hab noch ein Dings. Hä? Ah. Auch noch ein Ding, Call. Ja. Oh, was? Josef Call. Auch was? Ja, guck mal, Stream. Ah. Deine Cam ist oben rechts. Lucky Luke. Ja. Voila, Lucky Luke kam das erste Mal, Bruder. Jo, guck mal, das Dings. Das ist Josef. Bevor er diese Kiosk ausraubt. Ey, mein Schädel hat. Ach, das schafft Digga, yalla. Yalla, verpiss dich. Yalla, Jungs, hey, gute Nacht, Alter. Schlaf gut. Darf ich nicht, Arschloch. Ey, Chad, soll ich noch zum Bäcker gehen, ja oder nein? Ich weiß nicht. Rohe ist auf jeden Fall out. Wen raiden wir? Komm, wir verarschen ein paar Kinder. Komm hier, 24-7 Channel dort. Komm rüber. Jalla, geht da rüber. Dort. Hi, die Raiden zum 24-7 Channel rüber. Danke euch fürs Einschalten. Danke, dass ihr am Start wart. Roy ist out. Soll ich zum Bäcker? Ja, geh, IAL Bäcker, W-Stream, ja. Okay, ich geh zum Bäcker. Ihr habt's gesagt. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr am Start wart. Was morgen? Morgen wieder Stream, morgen Stream, RP. Morgen ist der große Umzug auf RP. Heide, Freunde. War geil, war nice. Und wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Danke an die ganzen Subs, für die ganzen Mods, für die ganzen Dings, dies und das. Alter, geht mal selber schlafen, Chat. Es ist 6:30. Geht mal schlafen, Chat.